Mark, 1:1 gegen Ulm. War das Ergebnis so okay oder war noch mehr drin? Nein, das war okay, wenn man sieht, die zweite Halbzeit, da machen wir dann ein bisschen wenig draus. Also unsere Kontersituation müssen wir einfach besser ausspielen. Dann ist wahrscheinlich mehr drin. In der ersten Halbzeit muss ich klar die Dinger machen und dann geht das Spiel auch in eine andere Richtung. Und dann könnte man sagen, ja, wir hätten der verdiente Sieger, wäre mal gewesen. Weshalb konnte man den Druck in der zweiten Halbzeit nicht so aufrechterhalten wie in der ersten? Ja, ich glaube, der Wind hat auch eine große Rolle mitgespielt. Dann haben wir mit Gegenwind gespielt, die haben Rückenwind gehabt. Ich denke, das ist auch immer ein klarer Vorteil für die Mannschaft, die Rückenwind hat. Ja, aber trotz allem ich muss den Ball später in der zweiten Halbzeit besser querlegen und dann gewinnen wir das Ding. Nächste Woche geht es gegen Koblenz. Da habt ihr das Hinspiel ja auch gewonnen gehabt. Wie geht ihr in die Partie rein? Ja, ich denke, der Trainer wird uns wieder gut vorbereiten die Woche. Haben wir ja dann jetzt halt mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 4 Tage Zeit, um zu gucken, wie die spielen, was die machen. Und dann sind wir gerüstet am Freitag. Und dann hoffen wir, dass es 3 Punkte vor heimischem Publikum gibt. Jens, 1:1 gegen Ulm. Deine Analyse zum Spiel bitte. Wir haben heute zuerst mal über die 90 Minuten ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die erste Halbzeit war mit das Beste, was wir die ganze Zeit gespielt haben. Hätten es auch verdient gehabt, glaube ich, in der Halbzeit zu führen. Machen auch das 1-0, vorher schon Riesenchancen vergeben und bekommen dann durch einen blöden Fehler als 1:1 kurz danach. Sehr, sehr bitter, aber die Mannschaft hat das heute sehr, sehr gut gemacht. Wir haben heute ein paar Aufstellungsprobleme gehabt mit den Leuten, die ausgefallen sind. 3 Leute sich im Pokalspiel verletzt am Mittwoch. Aber nichtsdestotrotz haben wir wirklich heute einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt. Wie sind deine Eindrücke von der Partie gewesen? Ja, Ulm war die erwartet starke Mannschaft als Gegner heute. Haben uns das Leben schon schwer gemacht, wobei ich glaube, dass wir eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt haben, auch gerade am Anfang gute Chancen gehabt haben und leider hat teilweise der letzte Ball nicht so richtig gepasst, also der letzte Pass, wenn der gekommen wäre, glaube ich, hätten wir schon in der ersten Halbzeit schon höher führen können. Zweite Halbzeit war oben schon besser, da hat man gesehen, dass die auch Qualität haben, dass sie nicht so unrecht da oben stehen, wo sie stehen. Haben jetzt 42 Punkte geholt, sind 8 mehr als wir. Deswegen können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein hier mit dem 1-1 heute. Haben gegen starken Gegner gespielt, sind 2 Spiele jetzt umgeschlagen und jetzt heißt es dann gegen Koblenz zu Hause den Auswärtspunkt zu vergolden. Also der Punkt heute ist eher ein gewonnener Punkt als 2 verlorene. Ja, würde ich schon sagen. Aber es hängt natürlich schon davon ab, dass du in unserer Liga deine Heimspiele gewinnst. Und das wird dann ganz wichtig sein, gegen Koblenz nächste Woche nachzulegen. Aber alles in allem bin ich schon ganz zufrieden mit dem Punkt. Wie erklärst du dir den Unterschied zwischen Hartford 1 und 2 vom Auftreten deiner Mannschaft her? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also wir haben natürlich mit der ersten Halbzeit mit Wind gespielt. Vielleicht hat das auch so ein bisschen dazu beigetragen, wenn der Niklas bei seinen Abschlägen natürlich auf einmal 20, 30 Meter weniger weit kommt. Das heißt, wenn es da zu zweiten Bällen kommt dann und Ulm den Ball gewinnt, sind die natürlich direkt in unserer Hälfte drin. Aber alles in allem haben wir unser Spiel nicht mehr durchgespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich gut Fußball gespielt und das hätten wir beibehalten müssen. Das haben wir leider nicht geschafft, aber ich glaube auch, weil Ulm in der zweiten Halbzeit dann klar stärker war und gemerkt hat, was sie umstellen müssen. Und schade, dass wir die erste Halbzeit nicht bestätigen konnten mit einer guten zweiten. Aber wir hatten auch in der zweiten Halbzeit gute Chancen. Wenn ich daran denke, dass wenn Marc den Ball zum Klufti rüberlegt, dann haben wir eine 100%ige Torchance. Den Ball, den ich zu Marc rausspielen will, wo der Ulmer Abwehrspieler in den Passweg reinläuft und aufs eigene Tor schießt. Mit ein bisschen mehr Glück ist der drin, dann steht 2-1. Und ich glaube, wenn wir 2-1 geführt haben, dann hätten wir das Spiel heute auch gewonnen. Aber dazu ist leider nicht gekommen.